Hui! Das Interview nach dem Spiel, direkt exklusiv für euch hier, wenn ihr den YouTube-Kanal benutzt, des SC Magdeburg, mit einem Protagonisten unserer grün-roten Gang. Ich glaube, das war heute für alle ziemlich herznahtoderfahrungsmäßig ein unfassbar enges Spiel, ein unfassbar intensives Spiel, insbesondere in der Abwehr. Und da freue ich mich, dass wir dich hier haben, Piotr Hrabkowski. Schrappek, wie der Magdeburger zu dir sagt. Vielleicht können wir mal mit was anderem einsteigen, und zwar mit einer Würdigung eines Abwehrspielers des SC Magdeburg für die Leistung des Gegners. Was haben die für eine Wand dahingestellt? Ja, wir haben wirklich gut gearbeitet. Ganze Mannschaft, gute Abwehr, gute Torwartleistung von Mike. Überragend gekämpft. Und dann ist nur 20 Tore oder 21 haben wir noch verloren. Und ja, Sieg, Arbeitssieg war nicht einfach, aber es ist nie einfach in der Bundesliga. Es ist immer Gegner, das ist immer stärker Gegner, das ist der stärkste Liga der Welt. Aber die BHC-Abwehr, das war doch unglaublich, oder nicht? Darauf spielte ich an, die haben eine richtige Wand dahingestellt, oder? Das war unfassbar anstrengend. Ja, sie haben auch sehr gut gespielt, auch gute Torwartleistung. So, das hat sich entschieden in Abwehr heute. Und gut, das Aufwender ist, 2 Punkte sind in Magdeburg geblieben. Das, was mich jetzt ein bisschen verwundert, du bist total fröhlich, siehst ziemlich relaxed aus, als hättest du einen ganz normalen Ruhepuls mittlerweile. Bist du so einer, der so schnell runterkommt, oder war das gar nicht so anstrengend wie für uns, oder wie muss ich das verstehen? Ich glaube, am Spielfeld ein bisschen einfacher, in Ruhe zu bekommen. Ich freue mich natürlich, aber ja, schöne 2 Punkte, aber jetzt schon relaxed, schon glücklich. Wir haben ein bisschen mit Kindern gespielt am Spielplatte und heute Abend denken wir schon über Spiel gegen Płock. Hast du auf jeden Fall so eine Ausstrahlung auch auf die Mannschaft? Weil diese Ruhe, die du gerade ausstrahlst und zu sagen, hey, kommt, nehmt mal die Kinder beiseite, regt euch ja nicht mehr über ein Spiel auf, was gerade abgepfiffen wurde. Welche Rolle spielst du da als Lautsprecher? Sagst du da was auch? Zu den Jüngeren zum Beispiel? In der Mannschaft? Das muss die Mannschaft fragen, nicht mich. Das ist der falsche Ort, wo du fragst. Okay, was schön ist, das kann man nämlich auch mal erzählen, dass man dich morgens ganz früh auch nach solchen Spielen oder nach langen Auswärtsfahrten, bist du der Mann, der seine Kinder morgens zur Schule bringt. Wie ist denn das zu erklären? Ja, ich mache das ganz oft und ganz gerne. Ich mache ganz gerne auch, ich bringe Kinder in den Schlaf, wenn das möglich ist. Wir sind natürlich ganz viel unterwegs und dann meine Frau muss alles alleine machen. Deswegen, wenn ich bin dabei ist und das ist möglich, dann mache ich diese Papa-Aufgaben natürlich gerne. Gut möglich, dass jetzt der Himmel voller Geigen hängt und alle sagen, ach, was für ein toller Mann, meine Frau macht es, wenn ich zu Hause bin, und deshalb mache ich es, wenn ich dann mal da bin. Sag mal, wie machst du das, mit die Kinder in den Schlaf bringen? Liest du vor, singst du? Ich habe gehört, du bist auch ein guter Tänzer. Tanzt du sie in den Schlaf? Das ist abhängig. Manchmal ich erzähle Geschichte, manchmal ich lese, manchmal wir singen auch. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist abhängig meistens von meinem jüngsten Sohn, fast 3-jährige Bruno. Er bestimmt alles. Lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken. Nächste Aufgabe ist halt Płock, habe ich jetzt richtig ausgesprochen, halbwegs? Fast, ja, genau. Es wird auf jeden Fall ein unfassbar hartes Ding. Wie schätzt du da die Chancen des SC Magdeburg ein? Worauf müsst ihr als Mannschaft achten da? Schon allein die Stimmung in der Halle wird ziemlich krass sein, oder? Ja, das ist immer so. Das ist das erste Mal in Top 8 in der Vereingeschichte. Im Viertelfinale Champions League, und sie geben alles. Sie haben schon eine Favorit geschlagen, Nant. Und jetzt, das wird nicht einfach. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen gut anfangen und diese erste Halbzeit im Pots gut spielen und dann für uns dann diese zweite Halbzeit zu Hause gut vorbereitet. Mein Gott, werden wir diesen Mann vermissen. Was sind das für Worte und was für eine Ruhe strahlt er aus? Es ist so großartig, was du da auch in der Abwehr leistet, jetzt wo du wieder bei so vielen Ausfällen auch so viel spielen musst und so, das auf deine alten Tage. Ich spiele das gerne. Ich habe eine Aufgabe bekommen, endlich, und dann mache ich, glaube, das ganz gut. Wunderschön sind auch immer die Blocks zu sehen von Schrappek, wie ich finde. Der könnte ohne weiteres wahrscheinlich in der polnischen Volleyball-Nationalmannschaft zumindest als Defensivspieler auch noch mitmachen. Dankeschön. Zieh weiter so durch. Großartiger Typ. Komm, Pfeif, bumm. Dankeschön. Danke. Nur der SC Magdeburg.